Antikapitalista! Antikapitalista! Wir brauchen eine andere Zukunft. Und deswegen rufen wir alle zusammen. What do we want? Life and justice! And when do we want it? Now! What do we want? Life and justice! And when do we want it? Now! And are we gonna fight for it? Are we gonna fight for it? So Leute, jetzt macht da richtig Lärm. Willkommen in Grünheide. Thank you.
angriffslustig. Also ich habe mehrere Mittelfinger gesehen. Ich habe nur zwei Gesichter wiedererkannt hier aus Grünheide lokal. Also ist das der Beleg dafür, dass es alles zu Leute aus, von außen sind. Und man hat gesehen, dass der Bedarf nach diesem konstruktiven Dialog nicht wirklich beidseitig ist, sondern eher von uns kommt. Und die sind einfach nur Antikapitalisten, die gar nichts gegen Tesla prinzipiell haben, sondern gegen das System. Und deswegen Grünheide hier nur als Aushängeschild nehmen, um diesen Kampf fortzuführen, meiner Meinung nach. Ja, interessant. Also nur zwei Gesichter, zwei Gesichter aus Grünheide. Aus Grünheide, die ich zumindest erkannt habe. Der Rest kam von außen. Und wie gesagt, sehr viele Mittelfinger, sehr viele Anfeindungen, sehr viele negative Zurufe. Vielen Dank. Gerne. Kurze Frage, wie viel hast du jetzt von Grünheide erkannt auf dieser Demo? Oh, ich musste wirklich sagen, ich habe... Bei uns sind jetzt leider schon einige weg, dadurch, dass unser Event... jetzt bei der Gegendemo? Ich habe tatsächlich sehr, sehr wenige Menschen erkannt, die hier aus Grünheide kommen, die ich in meinem Umfeld so wahrnehme. Es ist ja jetzt nicht eine super große Gemeinde, also groß schon, aber von der Einwohnerzahl ist die Gemeinde noch recht klein. Und ich habe leider Gottes sehr wenige Menschen aus Grünheide gesehen und die Vermutung... hat sich bestätigt, was natürlich auch in den Telegram-Foren alles rumgeht. Das sind zu 95% alles Menschen, die aus Berlin und Potsdam hierher kommen, weil sie demonstrieren möchten. Und ja, ich auch das Gefühl habe, manche von denen machen das vielleicht hauptberuflich. Und ja, das finde ich eigentlich sehr schade, dass Leute, die eigentlich gar keinen Bezug dazu haben, was hier so passiert, versuchen, das Meinungsbild zu stark zu beeinflussen und dadurch dafür auch sorgen, dass die Gesellschaft sich immer mehr spaltet. Genau.